this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on, and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender. I'll have the usual, give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual, give me the usual. Another usual. Hallo meine lieben Kerstylos, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch die Pinkbox vom März 2022. Genau, wir machen heute ein kleines Unboxing und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und wenn euch mein Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch keine Kerstylos seid, dann das allerhöchste Eisenbahn, dann unten noch ganz schnell auf Abonnieren klicken. Das ist kostenlos, es kostet euch nichts und ich freue mich einfach über jeden, der neu zu meiner Community dazugehört. Genau, folgt mir da auch gerne auf Instagram, da blende ich euch hier meinen Namen ein und verlinke ihn euch unten in der Infobox. Genauso, ja, schreibt mir auch gerne die Kommentare und was ihr von der Box haltet oder was ihr für Produkte kennt, genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Alle Produkte, die ihr hier in diesem Video seht, werde ich zumindest versuchen, unten in der Infobox zu verlinken. Wenn es keinen Link gibt, dann werden sie halt einfach aufgelistet, genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, wir starten jetzt gleich und zwar, ja, die Pinkbox war diesmal im ganz klassischen Design. Finde ich richtig cool. Ich mag die Pinkbox, die ist einfach fröhlich und freundlich und ja, voll cool. Gefällt mir sehr gut, genau. Ja, wir starten jetzt auf jeden Fall. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall schon mal das Leaflet, also so dieses, die Broschüre, die quasi so drin ist. Die ist eigentlich immer cool, weil man da echt immer, also sind immer alle Produkte gut aufgelistet. Man sieht auch die Sachen, die man nicht bekommen hat, genau, weil da gibt es auch manchmal unterschiedliche Farben einfach und es kann sein, der eine hat in der einen Box die eine Farbe und der andere hat in der anderen Box die andere Farbe und das ist dann quasi der Unterschied und man sieht auch, was das dann eben sonst noch gibt oder ja, einfach andere Produkte, unterschiedliche Produkte werden eingepackt, genau, und das macht das Ganze auch sehr spannend, so hat auch nicht jeder das Gleiche, genau. Ja, ich ziehe jetzt auf jeden Fall hier als allererstes raus von Nature Box, eine kräftigende Haarkur, genau, das sieht ja wirklich mal richtig cool aus, auch sehr, ansprechend, genau. Kräftigungskur Hairshot mit kaltgepresstem Olivenöl. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Nature Box noch nicht so viele Produkte getestet oder so. Ich habe ja auch noch nicht mal ein Shampoo davon gehabt. Genau, kann dazu gar nichts sagen. Ich sehe es nur in meinem Laden. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall cool. Werde es mal testen. Vielleicht werde ich mir in dem Zug vielleicht auch mal ein Shampoo noch dazu kaufen. Genau, war cool. Dann kommt das nächste und zwar ziehen wir hier, oh wie cool, einen Bra-Tee raus, einen Eistee, Bali Edition, genau, deswegen war auch die Kiste so schwer und ein riesengroßes Päckchen, 750 Milliliter, ja, ein veganes Produkt, bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich bin jetzt nicht so der riesen Eistee-Fan, aber probieren werde ich es auf jeden Fall mal und ansonsten finde ich andere Abnehmer in meinem Haushalt. So, dann ziehe ich hier als nächstes raus und zwar von Allure London, ein Wimpernset, genau, mit Fake Lashes einfach und einem kleinen Wimpernkleber drinnen, genau. Und zwar ist es die Edition von Olesya. Ich weiß nicht, ob ihr Olesyas Welt kennt. Sie ist so eine tolle Persönlichkeit, hat so einen tollen YouTube-Kanal und auch so ein tolles Instagram. Ich mag diese Frau einfach unheimlich gerne, die ist so sympathisch und finde ich wirklich auch total auf dem Boden geblieben. Trotzdem, dass sie so toll erfolgreich ist, wirklich. Aber ich gönne das von Herzen. Finde ich so super und auch mega hübsch übrigens. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde auch das ist eigentlich ganz cool so von der Aufmachung her. Ich freue mich, dass sie das so eine tolle Edition rausgebracht hat. Ich glaube auch, dass es echt gute Wimpern sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fake Lashes Typ. Das gefällt mir einfach nicht und ich mag auch keine Fake Sachen einfach, genau. Und deswegen würde ich einfach die wahrscheinlich dann verlosen noch demnächst, genau. Und aber wann das stattfindet, das seht ihr dann einfach. So, dann ziehe ich hier raus von Lavera einen Eyeliner. Lavera teste ich auch gerade ganz viele Produkte, von dem her kommt mir das ganz gelegen. Das ist der Soft
Der Soft Lip Liner, kein Eyeliner, sondern Lip Liner, genau, in der Farbe Plum 04. Es wird so ein bäriger Ton sein, genau. Da gibt es bald einen Markencheck über Lavera, genau. Dann habe ich hier von Twinkle Moon so ein Fruity Castis Kiss, also so ein bäriges, so eine Duschcreme, genau, mit Johannisbeerextrakt drin. Dann ziehe ich hier, wie gesagt, von Fix & Rouge noch so eine Creme raus, genau, die Hydra Matte Pore Correct Cream. Das ist so ein purer Poreverfeinerer. Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig sehen. Hier spiegelt hier, glaube ich, so in der Kamera. Genau, da steht Blush Pink. Das ist irgendwie so ein Poreverfeinerer. Soll Feuchtigkeit spenden. Ich bin mal gespannt. Ich kriege das jetzt gar nicht so gleich hier auf. Ach doch, hier geht's, genau. Bin mal gespannt, was das ist. Kann mir darunter noch gar nichts vorstellen. Genau, soll auf jeden Fall enthält auch Salicylsäure, ein Vitaminkomplex. Ich weiß jetzt gar nicht richtig, ob das einfach nur eine Creme ist oder ein Porenverfeiner oder was auch immer. Genau. Dann habe ich noch rausgezogen aus dieser Box noch ein festes Shampoo von Nature Box. Das hatte ich auf jeden Fall auch verlosen, weil ich keine festen Shampoos mag. Ich finde, die funktionieren einfach nicht so gut. Ja. So, das war es von dem Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Hier kommt gleich noch ein Bildchen. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und hier kommt noch gleich das letzte Video, das ich hochgeladen habe. Klickt da gerne auch drauf, schaut es euch an und dann hinterlasst einfach ein bisschen Liebe, genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag bei allem, was ihr tut. Viel Spaß, das war's, eure Care. Ciao!